Jede dieser Bände sind 7 Romane und ich habe die 2, die zum Thema Liebe ein bisschen was beitragen, ausgesucht. Der erste Roman heißt Höflichkeit. Ernst bringt den späten Gast seiner Frau noch schnell um die Ecke. Ja, das war der. Die sind alle ein bisschen tragisch geraten, aber ist ja noch nicht so spät, da können wir glaube ich noch durch. Der zweite Roman heißt Liebe. Gerd umarmt die Scheidungsanwältin. Ja, und jetzt komme ich zu meinem etwas längeren Text, der ist meiner noch jungen Freundin gewidmet, wobei Sie das jung interpretieren können, wie Sie wollen. Es ist ein Tätigkeitsgedicht, denn der Text heißt Liebe ist eine Tätigkeit. Die Liebe ist nicht nur einfach und plötzlich da. Für die Liebe muss man etwas tun. Liebe ist nicht ein Gefühl, eine spezielle Form des Seins, nicht nur Verlangen, Entzücken, Rausch, Wonne, Lust, nicht nur keine Selbstverständlichkeit. Nein, Liebe ist eine Tätigkeit, eine Aktivität, die es zu tun gilt. Das ist Herzarbeit und Kopfarbeit und Handarbeit. Und Tätigkeiten beschreibt man mit Tu-Wörtern, mit Verben. Und es gibt fast kein Verb, das man auf diese unglaublich komplexe und simple, diese delikate und triviale, diese außergewöhnliche und banale, diese süße und bittere Tätigkeit nicht anwenden könnte. Da gerät man fast unversehens leicht in ein Tätigkeitsgedicht. Liebe ist eine Tätigkeit, doch niemals eine Tätlichkeit. Liebe ist Arbeit, Liebe ist Spiel, für Liebe tut man nie zu viel. Liebe heißt voneinander lernen, ihre Dauer steht nicht in den Sternen, sie hängt ab von deinem Tun. Also auf zur Arbeit nun. Denn Liebe ist kein Ausruhkissen. Du musst kämpfen, aber nicht besiegen. Du musst dafür streiten, aber nicht zerstören. Du musst erobern, aber nicht unterwerfen oder besetzen. Du musst werben und erwerben, aber nicht besitzen. Lass dein Herz sprechen. Lass es stammeln, poltern, stottern, lispeln, flüstern. Aber lass dein Herz sprechen. Herz schweigen ist nicht Gold. Du kannst zuhören, das ist nicht schweigen. Schnell fragen, sich sorgen, beteiligen, acht geben, berührt sein, ernst nehmen, nachfragen, streiten, verstehen, akzeptieren, verzeihen, bangen, sich freuen, gemeinsam schweigen, ersehnen, wünschen und unter einer Decke stecken. Für liebende Wortakrobaten ist Liebe machen die reinste Schatzkiste, wenn man es dann praktisch und physisch wirklich tut. Sich herzen und busseln, kosen und küssen, umhalsen, umarmen und umbeinen, tätscheln und schmusen und hätscheln und schnäbeln und näseln und abschmatzen, schmecken und lecken, knutschen, tupfen, lieben und checkern, auf Händen tragen und betüddeln, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Wenn man sich dann in diesen ganzen Tätigkeiten näher kommt, wenn also der eine Wortaustragungsort, genannt Mund, auf den anderen Wortaustragungsort trifft, dann wird gestülpt und aufgesetzt, geleckt und geschmeckt und geschmatzt, gesogen, gezogen, geschoben, geschubst, gestoßen, geschlotzt, gestartet und gesiegt. Die gleichen Verbalien treffen auch zu, wenn man Liebe tun und machen, zum Beispiel an den knospigen Spitzen der Überlebenstankstellen für Babys tätig wird. Dort kann man außerdem knuspern und knaspern und knispeln und knipseln und zuzeln und zuzeln und knabbern und knubbern und lutschen und flutschen, saugen und sauern und kauen und kitzeln und beißen und nagen und schneiden. Schmatzen und Nippen und Züngeln. Wenn die Tätigkeiten dann weiter fortschreiten, bekommen die Finger und Hände ein breites Aufgabengebiet zu erobern. Sie rennen und brennen, lüpfen und hüpfen, verweilen und eilen, erregen, bewegen, streichen und schleichen, befühlen und fühlen, huschen und kuschen und drücken, entzücken und drücken, gleiten und leiten, streicheln und schmeicheln, liebkosen und tosen, berühren und führen, stupsen und wupsen und strubbeln und rubbeln und tippen und wippen und fummeln und bummeln und greifen und schweifen, befassen und lassen, spielen, sich sielen, drängen und dringen und schwingen und stoppen und foppen und zittern und twittern und tänzen und schwänzen und kitzeln und zitzeln und werben und schwärmen, haschen und schnappen und schnippen und suchen und erkennen, verschwinden, betasten, hassen und rassen, bezaubern, entzünden, ergötzen, sondieren, trommeln und kriechen und bohren und kreisen und kauen und reiben und bleiben. Ja. Und dann auf einem Wenn dann auf einem ganz hohen Niveau der Tätigkeiten auch die physischen Corpora-Delikti im Akt, und das Wort hat nun wirklich was mit Tun zu tun, miteinander verschmelzen, ist da auch die Tätigkeitsskala enorm breit gefächert. Die Grundtätigkeiten wie liegen, sich wiegen, stehen, drehen, hocken, tragen, sitzen, schwenken, senken, knien, kauern, hängen, halten, heben, bücken, kollen, riechen und so weiter, erweitern sich durch Robben und Rappeln, Rucken, Hüpfen, Hopsen, Wippen, Schwingen, Pendeln, Schaukeln, Kugeln, Stoßen, Stößen, Rütteln, Schieben, Scheiben, Kleiden, Zippen, Neigen und Wälzen. Und dann erst die unglaubliche Vielfalt nonverbaler Ausdrucksmittel und Tätigkeiten. Wenn man sich dann dem Höhepunkt nähert, dem physischen Arbeitsergebnis nahe kommt und der schließlich erreicht, wie stöhnen, ächzen, jubilieren, juchzen, schluchzen, jauchzen, lachen, fliegen,
kreischen und jubeln und jaulen, brummen und gackern und grölen und kichern, kiechen und kreischen, knurren und surren und schnurren, schnauben, brüllen und brummen und wiehern und johlen und johlen, piepsen und girren und glucksen und singen und seufzen und zischen, kunzen und kichern, fauchen und krähen und bähen und manzen, pupsen und trällern und summen und lächeln und hecheln und schwächeln und schnarchen. Angesichts der Vielfältigkeit, des Facettenreichtums der Sprache und des Liebemachens, was ist das für ein Niedergang der deutschen Sprache und des Liebetuns, wenn es dann, wenn es um das Ganze geht, oft heißt, es wird gebumst? Was für ein niederträchtiges, vulgäres Wort für das, was es meint. Wie das schon klingt, bums, 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 falala, ja, fehlt nur noch, dass die Bumskapelle aufspielt. Lassen wir das. Gepimpert ist auch nicht viel besser, aber es hat wenigstens ein fröhlich klingendes I. In Sachsen hieß Kacheln. In Österreich sang Gepuder. Na, ich will mir gar nicht vorstellen, was das alles für Missverständnisse mit sich bringen könnte, aber es sind wenigstens Tätigkeiten. Anders als beim politisch korrekteren Beigeschlafen. Und das trifft es ja auch nicht wirklich. Bei was geschlafen? Dabei geschlafen? Oder dabei geschlafen? Liebe machen ist eine fast unermessliche und fantastische Schatzkiste. Wir werden viele und das kann so besessen machen wie mich, dass es nur zum Verbalorgasmus kommt und man darüber vergisst, wirklich Liebe zu machen. Liebe ist eine Tätigkeit. Packen wir es an. Und deshalb muss ich jetzt ganz schnell weg. Ja, danke, Herr Klaus.